Okay, Amigo, was ist unter der Plane? Das neue Rallye-Auto? Geduld, Rami. Ich zeig's dir, sobald wir dort sind. Hey, Superstar, da bist du ja. Steig mit Alex in den Truck und los geht's. Willkommen in Sierra Nueva. Wird Zeit, unser Spähfahrzeug anzulassen. 2,5 Tonnen elektrischer Offroader. Einzelradaufhängung hinten. Gehört Alejandra. Das wird wild. Ah, klingt, als wären alle anderen schon unterwegs. Legen wir los. Alle sind auf dem Weg zum Festival. Wir haben uns nur vorgedrängelt. Ha! Folge dem Hubschrauber. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Haben wir jetzt eine Rallye? Nein, das ist nur eine Spritztour. Du wirst merken, wenn wir eine Rallye fahren. Lieferung im Anflug! Und ja, damit hallihallo und herzlich willkommen zu einer Folge Horizon 5 auf einer neuen Map in Sierra Nueva. Mit mir dabei sind Kuru, Spatboy, Aaron, Letni und Alex. Hallihallo. Was geht? Moin, moin. Hallo. Hallo. Hey, jetzt habe ich deinen Gamertag und deinen Namen alle zusammen gemischt irgendwie. Alles gut, kein Problem. Kleine Blick aufs Display, wo ich alle dabei sind eben. Top, sind jetzt alle am Fahren. Wir haben uns nämlich abgesprochen, dass wir gleichzeitig starten hier mit der Expansion und ihr kriegt jetzt mal so unsere ersten Eindrücke hören. In der Beschreibung sind natürlich dann auch eben entsprechend die Links zu den anderen Sichten von denen, die eben hier auch mit aufnehmen. Also ich hoffe, dass das jetzt alles funktioniert hat mit der Anmod. Ist ja doch so mit Ladezeiten, jeder PC ist anders. Ihr habt ja am Anfang eine kleine Intro-Sequenz genossen. Jo. Das ist eben das, was jeder Spieler hat. Jetzt heißt es erstmal hier mit dem Ford F-150 Lightning. Da bin ich schon durch. Echt? Ich bin gerade in dem Rennen, was direkt danach kommt schon. Ist ja geil. Bei den Fokus. Na, waren bei mir die Ladezeit am längsten. Ach. Nee, Lorenz, ich fahr auch noch, keine Angst. Ja, ich fühle mich gerade wieder wie WRC. Wollte ich gerade sagen, das erinnert mich an 04 oder 05. Ja, sobald es gleich geht, fahren wir eh alle zusammen. Genau. Jetzt wechsle ich gerade in den McRae-Fokus. Ja, ich auch. Bin gerade losgefahren. Oh, ihr müsst den Fokus in der Innenansicht fahren. Der ist so gottlos, ja. Du siehst fast gar nichts. Ja. Ich hab mich erstmal eingedreht. Die Windschutzscheibe ist so zur Hälfte abgeklebt. Ja, wenn sonst nichts ist. Hier geht's über drei Dünen. Vorsicht beim Sprung. Vor allem, wenn es bergab geht. Weil der Fokus hat permanent Anti-Lag oder was? Ist ja richtig krank. Ja, natürlich. Das sind die neuen Rennturbos. Mhm. Ja, also mit einem Update dazu kommen. Was mich natürlich tatsächlich interessiert, im Sand haben sie es ja so geändert, dass tatsächlich die Spuren im Sand bleiben. Ganz cooles neues Feature. Das sind schon Spuren da, was ich bisher sehe, die Blätter. Ja genau, das, man macht tatsächlich jetzt verformbares Terrain. Also du machst tatsächlich hast Ausfluss auf das, was du machst. Also jetzt, wo du fährst, kommen Spuren. Die sind dann auch in der nächsten Runde eigentlich noch da, so wie ich es mitbekommen habe. Na, Hauptsache du fährst es nicht zu tief. Da wirst du irgendwann stecken. Ich hab gerade aus Versehen den NPC weggetackelt. Ich auch. Ich auch. Alexandria oder wie die heißt. Ich hab's erste feste Gebäude gefunden. Yeah. Was? Ich bin gerade durch ein verschlossenes Tor, was zumindest verschlossen aussah. Ja.
Bein nicht verschlossen. Da war ein Huhn. Ja, da bin ich gerade auch durch. Perfekt. Einmal durch die Mine. Boah, die Nacht sieht aber auch echt gut ab aus. Ab ins Festival. Ja. Also mir wurde gerade eben noch eine schöne Tuning-Liste gegeben. Da habe ich mir gerade noch mal schnell ein paar Autos von runtergeladen. Und wer diese Tuning-Liste haben will, kann unten jetzt in der Videobeschreibung gucken. Steht auf jeden Fall drunter. Für euch geht's hier gleich weiter. Wollte ich sagen, dass es gleich weitergeht, aber jetzt doppelt kommt es irgendwie blöd. Von dem her, ich würde sagen, ihr seht ja auch das, wir haben uns alle schon so ein bisschen rallymäßig aufgestellt. Und entsprechend fahren wir jetzt auch gemeinsam zum ersten Rennen hin. Und dort haben wir es dann so unter uns jetzt ausgemacht, dass einfach alle Autos Anführers, in dem Fall jetzt einmal mein Auto nehmen, und fürs nächste Rennen gebe ich dann einfach zum Lead ab. So habt ihr dann eine schöne Auswahl an unterschiedlichen Autos und ich denke, jeder hat sich so ein bisschen Gedanken gemacht, was er denn fahren will. Sind alle bereit? Jo. Jo, von links nach rechts losfahren. Das sollte ja eh auf dem Navi markiert sein, wo es hingeht. Ja, ist auch nicht so weit, glaube ich. Einfach eine schöne Kolonnenfahrt. Warum habt ihr so wenig Leistung? Ich gebe gerade nicht Vollgas. Nee, ich auch nicht. Und alles gut. Ja, der erste Weg war nicht sehr weit. Und dann geht's los. Los mit dem Devil's Pass Horizon Rally. Oder Horizon. Ja, dann start mal. Man kann Rally und dann als Race fahren. Wir sind gar keine 500 Meter gefahren, die Karre ist komplett dreckig, der wurde gerade beim Folierer ab. Also, wir fahren gegen die Uhr, Leute. Jawoll. Erstmal. Und nachher kann man es auch auswählen, dass man es noch als Rennen richtig fährt. Also fahren wir einen Timeblazer jetzt. Mhm. Das ist ja... Ob das was wird? Warte mal, ich finde gerade die Taste im Lenkrad vom Auto sehr interessant. Konnte noch kein Auto wählen, entsprechend kann sein, dass wir vielleicht auch ein vorgegebenes Auto bekommen. Das habe ich nämlich auch so die Frage. Ja, das sieht so aus. Also das wäre der Fall. Ja. Ja, dann behältst du den Lead, bis du ein Auto aussuchen konntest, ganz einfach. Also nie. Ja, dann ist es halt auch so. Jetzt die Frage, wenn es gegen die Zeit ist, sehen wir uns dann auf der Strecke? Ich glaube nicht, also wir sehen uns aber dann wahrscheinlich wieder als Ghost. Möglich. Dann ja nacheinander. Ja. Zeitversetzt. Und tatsächlich warten muss. Oder? Oh! Nee, wir starten gleichzeitig. Ja, wir können uns das ja wahrscheinlich einfach nicht sehen oder so. Ich find's gut, wie bei der KI auch der Fokus gefahren wird, aber mit einem niedrigeren LI. Alter, nee. Das hört sich schon ein bisschen schlecht an, ja. Fünf der Autos. Oh, bremsen. Viel cooler wär's, wenn du noch so einen Rallye-Ansager dabei hättest, der neben dir sitzt auf dem Platz. Ach cool, was wir wieder, schaut mal, was wir wieder zurückgebracht haben. Ja. Wir haben Zwischenzeiten. Nicht runterfallen. Diese Frage kann man fallen. Die sind die zerstörbar. René, probier's mal aus. Nee. Das erinnert hier dermaßen an Dirt oder McRae, ja? Muss ich sagen. Das macht Laune, die Straßen hier. Vor allem so sehr wieder. Also ich freue mich schon drauf, wenn ich den ersten Racer von dieser Brücke da eben runterschmeiße, ne? Vor allem, ich habe halt wieder schöne Unterschiede. Das ist ja sowas, was mir wichtig ist. Dann machen wir die Inneneinsicht, dann hast du die beste Unterschied, muss ich sagen. Scheibe, das spiegelt diesmal richtig, also das feiere ich jetzt halt nicht ein bisschen. Ganz gut, auf wie wir alle vor der KI sind, wenn ich das
Ja, ja, so schwer ist es ja auch nicht. Aua. Ey, Kuchu, da war eine Wand. Ey, Kuchu, ich hasse dich. Was denn? Es ging wieder mein Handy an. Aber so der erste Eindruck, schon cool, was sie reingebracht haben. Ja. Und der Hubschrauber, ja, ich glaube, der Hubschrauber wird nervig. Ja, hab ich vor Anfang an gesagt, ich finde den echt nervig. Ich habe auch gesagt, mal gucken, ob das nicht irgendwann nervig wird oder ob wir ausschalten können. Weißt du, was auch cool wäre, wenn du jetzt hier von dieser Rallye-Sache eine Replay hast, wie du gefahren wärst? Das wäre geil, vom Hubschrauber aus halt nochmal. Boah, das wäre echt fett. Das müsst du im Solo schauen, weil da hast du ja teilweise schon extra Kameras. Und Replays. Fürs Rennen. Okay. Wusste ich gar nicht. Nö, ich auch nicht. Gut, wann fahren wir mal Solo-Rennen? Heute. Nee, eben nicht. Nee, ich bin vorhin nicht gefahren, mal heute. Wo ich noch auf euch gewartet hatte. Da bin ich ein Solo-Rennen gefahren, kleines. Schlüffelschlein. Pam. Ja, erstes Event. Relativ viel Straße. Also, ich glaube nur Straße. War ja auch ein Straßenrennen. Sie haben sie auch gesagt, dass es ein Straßendirt ist. Eine Straße. Rally Expansion und das erste Rennen ist Straße. So haben wir es gern. Aber so, im Grunde genommen, also sieht jetzt doch echt vernünftig gemacht aus, ne? Da muss ich ganz kurz meine Schwierigkeit überprüfen, weil es kann sein, dass es ein bisschen zu einfach eingestellt ist. Egal, über 4 Minuten. Ich bin besser als René. Einen von den Dailies mal das niedrig eingestellt habe. Nennen wir das natürlich gleich, sollte das der Fall sein. Ah, geil, du wirst ja, aber in dein Auto zurückgesetzt, was du vorher hattest. Das feiere ich ja ein bisschen. Siehst du, was ich meine? Ja, so, das nächste Rennen wird ein bisschen schwerer. Das war doch schon schwer genug. Fahren wir mal gemeinsam weiter. Ihr fahrt ja querfeld ein. Ja, jetzt nicht, dass man es nicht machen darf. Aber wir sind in Sierra Nueva und bei einer Rallye geht es darum, im Gelände. Außerdem bin ich ein Rennauto. Auf zu der Rennveranstaltung, die ich für dich markiert habe. Es ist eine schöne, holprige Strecke, die durch die Hügel führt. Hast du eine Ahnung, wie lange ich das schon plane? Ich will mal ganz. Alter Schwede, ist das cool. Alter Schwede, ist das cool. Also der Wald ist echt geil gemacht, oder Dschungel. Also von der Umsetzung her, wow. Alter, da fahren die Staubwolken. Also es sieht schon echt richtig gut gemacht aus. Dann, let's do this. Oh, Lorenz, Start. Cascada Fuerte, wieder ein Rallye-Event. Jetzt kann man mit der Linie aus oder mit der Linie anmachen? An. Aus. Vielleicht könnt ihr das ja auch auswählen, aber wenn wir schon die Schilderchen haben. So, wenn wir jetzt dann auch noch auswählen, hat der Ding Rallye-Reifen. Ich konnte es wieder nicht auswählen, also wahrscheinlich nochmal die ersten Rennen alle mit dem Ford. Also wahrscheinlich noch mehr. Ich glaube, das kommt Honig. Buggy. Oh, ah. Oh nee. Ja gut, wahrscheinlich sind die ersten Rennen mit den neuen Autos. Ja, ist ja wahrscheinlich so als Einführung. Einmal ja, alles aber der Buggy ist doch nicht neu oder ist jetzt auf E? Doch, die sind alle neu. Ach so? Ja. Das neue. Und dadurch kriegst du dann wahrscheinlich die neuen Autos. Ja. Wie ist das Ding? Scumbag oder so? Aber nee, das ist kein Hoonigan. Das hat auf jeden Fall Federweg. Weg. Ist das auch kein Hoonigan. Das ist halt echt ein Hoonigan. Nein, das ist ein Hoonigan. Oh, ist das schlecht. Hoonigan. Ja, ich sehe es gerade da oben. An der Liste. Oh, ist das schlecht, ey. 2, 1. Go. Was ist das? Der ist doch kaputt. Ich wollte gerade sagen, ey, Beschleunigung, ich warte. Ich hab die gebaut. Nein, im Gegensatz zum Original-Buggy liegt es. Ey, Lorenz, ne? Was? Wir fahren ordentlich genug Bodenfreiheit. Da kann man ausprobieren, wo die Grenzen sind. Ding lang rechts.
Diesel auf den E-Drive. Nee, gefällt mir schon mit den Ansagen. Ich muss die Ansagen gleich mal anmachen. Ich hab, ach wie? Ich hab bei mir nur die Zeichen. Ja. Ja, ich muss sagen, dass das nur auf Englisch ist oder so. Ich hab keine man kann auch ausmachen, dass die Personen reden. Das heißt, ich muss das gleich wieder anmachen. Ah, okay. Wie gesagt, ich würde es cooler finden, wenn du noch einen Beifahrer hast und der so eine Map noch in der Hand hat, wie früher. Ja, aber es gibt eine Stimme, die einem das Ganze ansagt? Bei mir keine Ahnung, bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Oder? Bei mir auch nicht. Oder when crest followed by hairpin right? Vielleicht nur, weil wenn es auf Englisch eingestellt ist. Jetzt fühle ich mich diskriminiert. Anzeige ist raus. Ja. Jetzt verklage ich jetzt. So geht es nicht. Das war bei 4 immer so schlimm, wo die neuen Stories rauskamen. Die kamen dann immer erst auf Englisch raus, dann kamen einfach mal nur Deutsch nachkolonisiert. Bitte? Die Stories kamen nur auf Englisch. Nein, du hattest auch welche auf Deutsch. Ja. Ja, gut, ist toll. Ja, okay. Top Gear war nur auf Englisch. Das hat mich genervt. Top Gear war leider nur auf Englisch, das stimmt. Ich hab's noch nie zu Ende gemacht, weil irgendwann war ich so genervt davon, von manchen Aufgaben. Das ist, glaube ich, während Alpha 5 mitgegangen ist, habe ich nochmal Alpha 4 ein bisschen was gemacht. Warum sind eure Autos so schnell? Warum bist du so langsam? Ich hab den Tag, weil René sagte, ich sollte mir das nochmal installieren, habe ich mir das installiert, habe ich eine Runde gespielt. Ey, das war ja ganz gut. Ja, aber dieser Hubschrauber, also ganz im Ernst, wir fahren das dritte Rennen, ne, und der Hubschrauber ist jetzt wirklich schon am Nerv. Ja, hab ich doch gesagt. Ich finde ihn gerade nicht nervig. Das ist die Frage, hat jeder seinen eigenen? Nee, ich hab einen. Ja, der auf dich sozusagen angepasst ist, bei dir. Nee, bei mir fliegt der weiter vorne, als wenn er euch verfolgt. Bei mir fliegt er vorne bei Lorenz ungefähr. Ja, bei mir fliegt er auch ein kleines Stück vor mir. Ich sehe ihn nur ganz selten. Ich hab die ganze Zeit nur was über mir fliegen sehen. Vor allen Dingen, der wirbelt Sand auf, ne? Ja. Oh, ja. Jetzt das ganze Auto ist schmutzig. Jetzt haben die KI ihre ersten Punkte gemacht, René. Jetzt haben die KIs ihre ersten Punkte gemacht. Wir konnten sie nur noch nicht mehr für dich einbremsen. Soll ich die Schwierigkeit wieder auf Anfänger stellen, oder? Ja, bitte. Oh, was ist denn das für ein? Das war nachts ein oder so was. Schön, ich spawn unter der Brücke. Ganz normal. Also, alle möglichen. Dann auf jetzt. Ab zum nächsten Rennen. Ja, mal kurz Auto wechseln. Oh mein Gott, was ist passiert? Ich fahre einfach durch den Wald, ist ja eh alles zerstörbar. Ja. Ich nehme die Straße. Oh, es ist ja fast nur Wald. Ja. Ich weiß aber bei jedem Berg runter. Schau, wie weit der Wald ist wirklich komplett zerstörbar. Es war ja angesagt, aber ja, es ist schade. Aber die Felsen sind nicht. Das kommt auf das nächste Horizon. Jetzt auch mit zerstörbaren Felsen. Das ist eine Brücke. Brücken sind auch nicht zerstörbar, noch nicht. Alter, stell dir vor, du fährst mit dem Unimoxer gegen eine Brücke bröckelt zusammen. Der Helikopter fliegt schon wieder ums Ziel rum. Ihr seid schon beim Ziel? Nee, noch nicht ganz, 3 Kilometer davor. Oh, ich hab was Interessantes entdeckt, aber ich darf's nicht verraten. Telefon Nummer 1. Oh je, scheiß drauf. Oh Gott. Ey, ich hab ne Wasserschleuse entdeckt, die ist ja mega. Heilige sieht die gut aus. Ja, warte mal. Ja, die sieht genauso aus wie auf der Hauptmap. Wartet.
Ja. Ui! Oh Gott, ich bin gegen Gefahr. Seid ihr jetzt komplett querfeld eingefahren? Ja, ganz. Nein. Ihr Raudis! Du hast doch gerade eben noch damit angefangen. Sorry. Alles gut. Kuh kommt erstmal mit der Trackhead. Warte! Aus der Tafel ist auch voll geht. Da heißt, ich kann starten, alle da. Jo. Bob. Scheint wieder der Hunigan zu sein. Oh, nee. Laut Vorschaubild jedenfalls. Aber mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ich glaube, in C4R wird das Antilex sehr nervig. Ein lilanes Event mit Dirtzeichen. Es ist jetzt so ein Event mit Fahrzeugen, Nachtrennen-like. Ah, Audi. Ja. Aber auf dem Dirt? Im Querlein oder so? Audi. Oder war das das vielleicht dieses Mix-Ding aus Straße und. Aber werden wir jetzt gleich sehen. Warum haben wir welche Audis? Oder ist es einfach nur ein Audis? Gitana? Da wären wir! Das Spiel. Nee, wechseln Untergründe. Mix-Service. Unterschiedliche Untergründe und unterschiedlichen und wechselnden Bedingungen. Ist auch gut, wie wir nur gegen Exocet Offroad Fortsetter schon fahren, der einen höheren LI hat einfach. Der E cheatet auch noch. Alter, ist das ekelhaft, das Geräusch. Oh, 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 bremsen. Da sind bestimmt bei Call of Duty Sounds her. Bap, 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 bap. Ich muss sagen, vom Handling her besser als die Underground-Strecken in der Nacht. Auch so ein bisschen angepasst, ja. Das ist echt cool gemacht. Das ist jetzt speziell an dem Fahrzeug, aber eigentlich nicht, ne? Der hat doch Standardräder drauf, oder? Diese Offroad-Räder, Rallye-Reifen. Ja, das sind halt Rallye-Reifen aus den 1980ern. Aua, Wahnsinn. Hey, cool, da war eine Wand. Oh, Wand. Oh mein Gott. Ist auch interessanter, dass das Spiel Q als Rivale nimmt fürs Rennen. Wow, toll. Tatsächlich für mich auch. Ja, für den Witz. Ne, jetzt zeigt der Aaron an. Kann sein, dass er den nächsten hinter einem anzeigt oder so. Möglich, jetzt sind er nämlich dich. Mich. Muss man nicht verstehen. Oh, jetzt fahren wir die Griff dieser Großstadt, die hier im Spiel ist. Oh krass, ich bin durch. Großstadt. Hm? Es ist eine sehr interessante Großstadt. Ui, übersprungen. Aber schön mit dem Sprungziel. Mhm. Gefällt mir. Ja, drittes Rennen. Ich bin eigentlich sehr überrascht von. Klappe uns das eingebrockt hat, aber mir scheint, wir haben eine brandneue und aufregende Art von Rallye-Sport erfunden. Fantastisch! Rennfahrer werden es lieben. Oh, jetzt Team auswählen. Zuschauer werden begeistert sein. Ja. Das könnte doch funktionieren. Was sind die hier für Team? Was für ein Team nehmen wir? Drei Rallye-Teams. Wir können nur Alex nehmen. Lass uns mal auf eins einigen. Aktuell können wir nur eins nehmen. Wir können nur eins nehmen. Ah, okay. Alex. Wobei ich lasse erstmal. Naja, man kann auswählen. Kann auswählen. Also was nehmen wir? Ja, aber lass uns alle Alex nehmen, oder?
Ja, ich weil, bin tatsächlich so, am überlegen, ob ich das Reaper nehme. Naja, die Sache ist, entweder wir suchen alle gleich das gleiche aus und können zusammenfahren. Ja, aber Mixed Surface ne? ist in the dark. Also Ramiro hätte ja am meisten Bock, die Rennen zu fahren. Es sind ja unterschiedliche Rennen, wie man anfängt. Dann lass uns mal drauf. Also mir ist es unterm Strich egal. Tatsächlich also den Alex Reaper. Ist Dirt, Alejandra ist Straße und Ramiro Reaper ist gemischt. Und ich ganz ehrlich, gemischt klingt ganz gut. Ja, dann lass uns doch damit anfangen. Dann nehmen wir alle den Reaper. Toll, ich habe schon genommen. Hm? Ich habe schon ausgewählt. Den Reaper oder einen anderen? Alex. Oh, wow. Shit. Ich habe einen Reaper ausgewählt. Ja, jetzt auch. Ich auch. Na gut, vielleicht kann man tatsächlich in der Kolonne dann trotzdem gemeinsam fahren. Hoffentlich. Zeit zu erfahren, wer der ja, Bahn hoffentlich. Der von Sierra Nueva ist. Oh, Drift. Driftzone. Geil. Warte, das erste Rennen machen wir, wenn ich hier draus bin. Dann machen wir zuerst yeah. das Rennen weiter oder machen wir die Driftzone noch? Von mir, wir können erst zur Driftzone von mir aus hochfahren. 70.000 kann ja nicht schwer sein, oder? Dann einmal ja, zur mal. Driftzone. Welche Driftzone? Warte, ich will kurz hier hoch. Oh, verletzen ihr seid jetzt blöd. Ja, hier drüben ist der Steinbruch, da will ich mich kurz runterschmeißen. Alter, ist der riesig. Ja, wobei, ich würde, bevor wir zur Driftzone machen, will ich tatsächlich doch das Rennen machen. Mich jetzt auch hinporten, einfach nur schauen, ob Letney da mitfahren kann. Ja, mach mal. Komm mal kurz hier rüber, wie riesig dieser Steinbruch ist. Ich hänge erstmal auf dem Stein nach dem Rennen. Also jetzt kann man... Es gibt ein Anything Goes und eins, wo der Buggy angezeichnet ist. Also das eine scheint ein... Ja, das eine ist ein Custom-Event, also machen wir das offizielle. Heilige Scheiße. Jetzt kann man auswählen zwischen Rally, Zeit-Event oder richtiges Rennen. Worauf habt ihr mehr Bock? Egal, wie, einfach auslobend. Zeit. Jetzt kann man auch wenn wir jetzt bei jedem oh, erst abstimmen, dann... Wählen wir da Autos warten für was. Der ist echt riesig. Und Letney, kriegst du auch eine Einladung? Ja. Letney fährt einfach das komplett andere Rennen. Ja, Letney kann jetzt quasi... Die Rennen, die du auswählst, müsste Letney eigentlich trotzdem mitfahren können, so, ne? Ich kann sogar Auto des Anführers, ne? Ja. Kannst du sogar meine Hillclimb-Version vom Evo nehmen? Ich hätte den Polizei-Evo nehmen können. Ja, ich auch. Auto des Anführers. Hast du auch einen Intellekt eingebaut? Nein. Ja. Aber wenn ihr jetzt ein Blaulicht auf dem Dach habt, weiß ich, dass ihr gecheatet habt. Ah, alle mit Blaulicht. Heilige Maria. Wir starten an der Oase und fahren durch den Steinbruch zu den Dünen. Hast du da zumindest die Rallye-Reifen drauf? Es sah nach Sportreifen aus. Das könnte auch Straße sein. Das sind CVR-Aufbau. Das ist wahrscheinlich normale Reifen. Ja, doch. Toll. Können Sie mal. Ah, ist gemischt, also passt schon. Easy right, hard left, into water. Soll ich euch die Ansagen durchgeben, die ich bekomme? Die dann soll gar nicht passen, weil ihr woanders seid. Nein, das ist verwirrend, weil du hier hinterher wieder ganz vorne bist und ich ganz hinten. Lass es bitte. Einfach auf die Ansagen vertrauen. Aua. Alle, könnte eventuell an den Reifen liegen. Mann, das Strecke, das sehen wir doch sehr plötzlich kaum mit dem Wetter. Ich weiß auch gut, wie er ansagt. Vielleicht in den Sprung. Ja, genau. Ganz vielleicht war das ein Sprung. Genau. Der Hubschrauber ist so laut, ja. Dass du nicht mal, wenn du schalten musst. Doch, das ist schon unterschiedlich, auch. Also es kann schon sein, dass das auch ein... Oh, jetzt bin ich hier rin gefahren, oh Mann, ey.
Also man merkt schon echt hart, dass es im CVR-Aufbau ist. Und was? Das ist kaum um die Kurve. Ja, ist total Schotter. Träge für die Kurven. Ja, aber es, weiß nicht, ob wir das jetzt auf CVR schieben müssen. Oder auf den Tuner. Ach, schieb's auf CVR. Ich... Ja, halt Straßenaufbau. Deswegen denke ich eher, weil eigentlich entsteuert auch gar nicht so sehr. Oh mein Gott, ich bin den Steinbruch runtergefallen. So, rein. Das war's. Ist fast. Ja, war eh langsamer. Aber Grenzen ausloten. Jetzt können, soll's ja eigentlich. Ist der Hubschrauber über euch? Hat hinten Ali. Oh, der fährt über mir. Nee, der fährt vorne bei René. René. Ja. Ja, dann okay, ist bei mir ist er direkt über mich dran. Bei mir ist er auch über mir drüber gerade. Dann hat jeder seinen eigenen. Aber auch nicht ganz, sonst hat der Ali auch seinen eigenen. Jetzt ist er bei mir gerade wieder. Ja, okay, dann. Jeder seinen individuellen. Jeder hat seinen eigenen, ja. Wow. Das Ziel ist genau da, wo er gesagt hat, dass es das Ziel sein soll. Mhm. Jetzt ist der Hubschrauber knapp vorm Ziel. Das war nicht gut. Gut, und damit haben wir in dieser Folge auch schon mein eigenes Auto gesehen. Gebe ich gleich den Lied ab. Mann, wer will den? Wer will den denn zunächst haben? Lorenz nicht fragen, einfach machen. Okay, dann bekommst du ihn nicht. Ja, nee, einfach machen. Das ist so, weißt du, wenn wir jetzt alles ausdiskutieren, ne? Dann diskutieren wir zu viel. Na ja, dann ist es halt so. Auch drei eine gute Gruppendynamik, also. Warte, wer hat am meisten vorher gemeckert? Ali, mach mal hier. Aber, Forza hat sich aufgehangen. Ja, bei mir auch. Ganz normale Forza-Dinge. Verstehe ich nicht ganz, aber lass ist okay. René, lass mich raten im Ladestream. Ja. Liebe Zuschauer, diese tollen Nachrichten, Spiel abgespürt, wir wissen nicht genau, wann wir die Abmont machen, aber ich denke tatsächlich, dass die erste Folge, ich hoffe jedenfalls, dass es durch die Cuts dazwischen mit Spielabstützen gar nicht zu kurz geworden ist, machen wir jetzt eben an der Stelle für heute, für jetzt erstmal Pause, aber habt gar keine Angst, zum einen wird die nächste Folge sicher sehr bald schon kommen. Zum anderen könnt ihr jetzt in die Beschreibung gehen zu den anderen Sichten. Dort nochmal Like, Hallo dalassen, schauen, wie sich die anderen angestellt haben beim Fahren. Und wenn euch das noch nicht genug ist, dann lasst doch gerne einfach ein Abo da und eben dann müsst ihr doch warten. Aber dann haben wir Multiplayer-Folgen aus der Vergangenheit. Es gibt genug zu tun. Von dem her wünschen wir einen schönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja. Tschüss. Ciao.